Zeichen zu setzen, weil wir wollen zeigen, dass wir keine Lust mehr haben, dass Tiere behandelt werden, als wären sie keine Lebewesen. Und genauso auch mit den Saatgut, was, also einfach unsere Nahrung. Es geht so weit, dass, dass das kapitalistische System unsere Nahrung angreift und das kann man einfach nicht zulassen. Weil es grundsätzlich für eine andere Agrarpolitik jetzt hier zu demonstrieren gilt. Einerseits hat es ganz viel mit diesem Freihandelsabkommen zu tun, was jetzt gerade verhandelt wird. Andererseits geht es wieder mal um Gentechnik auf unseren Äckern, was eine ganz schlechte Entwicklung ist. Wir sind für kleinbäuerliche Landwirtschaft und gute Nahrungsmittel und keine Megastelle. Nie wieder. Warum? Weil mir die ganze Agrarpolitik nicht passt. Wir müssen umweltfreundlicher werden, verbraucher- und bauernfreundlicher. Kleine Strukturen in der Landwirtschaft und wäre auch uns Imker geholfen und den Bienen und die Welt wäre etwas heiler wieder. Ja, und deswegen bin ich hier, um die Masse zu vergrößern der Leute, die hier laufen und einfach sagen, dass das so nicht weitergeht, wie es im Moment funktioniert alles. Jetzt beim Bundeskanzleramt angelangt, dem Ende der Demonstration. Und wenn man hinter mich guckt, sieht man immer noch viele, viele Menschen, die hier ankommen. 30.000 Menschen haben wir heute hier gezählt. Das ist noch einmal deutlich mehr als letztes Jahr. Das heißt, es ist wieder eine bunte, eine vielfältige und starke Bewegung für eine bessere Landwirtschaft auf die Straße gegangen. Wir haben Agrarindustrie satt.